Peace Leute und willkommen zu meinem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal Josef Hebling. Auf jeden Fall, heute habe ich mir überlegt, mache ich mal eine Meinung über Morgenstern, also den russischen Nummer 1 Hip-Hop-Künstler oder Künstler allgemein, also russische Hip-Hop-Artist oder Pop-Artist, auf jeden Fall Morgenstern. Und ja, also auf jeden Fall, ich habe so einige Videos so über ihn verfolgt so. Er hat halt, was hat er? Also er hat halt mit YouTube angefangen. Also der hat seine ersten Videos da veröffentlicht. Also dass er aus der Universität rausgeschmissen wurde oder so, habe ich mitbekommen. Dann hat er irgendwie zum Beispiel ein Track, also Song und Beat in 5 Minuten, also populärer Rapper halt gemacht, wie Face, den Rapper Face oder halt andere Rapper halt. Und ja, also das habe ich gefeiert. Also auf jeden Fall haben die Videos so ungefähr so, also das eine Video mit dem Rapper Face hat 12 Millionen Aufrufe. Und ja, also ich finde Morgenstern eigentlich so, wie soll ich sagen, ich feiere ihn auch, weil er, warum ich ihn feiere, weil seine Musik hört sich geil an, weil da stand auf Wikipedia, dass er beruflich nur, also hauptberuflich war er vorher YouTuber und jetzt ist er Rapper. Aber ich feiere ihn. Also ich feiere ihn komplett, also der hat Gesichtstattoos, so ein Stern. Und der, also ich weiß nur, dass er seinen Nachnamen zum Morgenstern umändert oder sein Vor sein also der hat auf jeden Fall irgendeinen Namen geändert halt und zum Morgenstern gemacht. Und also läuft bei ihm auf jeden Fall, der hat richtig Erfolg auf jeden Fall. Und ja, also ich gucke auch sein neuestes Musikvideo Morgenstern Damoy. Hat, also hört sich auf jeden Fall geil an und ich höre alle seine Lieder, ob Pablo oder Dulo oder was hat er noch für Lieder. Also er hat auf jeden Fall viele Lieder. Er hat auch mit Slava Marlov zusammengearbeitet. Also der war sein Hauptproduzent, der hat die Beats für ihn gemacht. Und ja, ich finde so. Also ich gucke so bei ihm so eigentlich regelmäßig so vorbei auf seinen Kanal, weil die Abozahl bei ihm extrem sprengt. Ich weiß gar nicht, weil er ist wirklich gehypt und so. Er hat auf Insta so ungefähr 6 Millionen Abonnenten oder 7, ich weiß nicht, 7 Millionen oder 6 Millionen. Ich bin mir nicht sicher, weil ich gucke auf Instagram nicht so oft bei ihm vorbei. Aber auf YouTube weiß ich, dass er über 11 Millionen hat. Also, ne, 11 Millionen hat. Und, ja. Und das sei ihm alles gegönnt und ja, ich feiere ihn, das ist jetzt eine deutsche Meinung, alles was ich rede ist auf Deutsch. Ich kann auch mal eine Dokumentation über ihn machen, wenn ihr wollt, oder allgemein so Dokumentation-Videos über Morgenstern oder über berühmte Rapper. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ich ein Feedback bekomme, also eine Rückmeldung bekomme, wie ihr das findet und so. Und ja, auf jeden Fall, ich feiere auch sein Lied, also das hat er, aber wie heißt es nochmal, dieses Lied, Lolli Lollipop, also Lollipop hat er auf jeden Fall, aber er hat nicht alleine gesungen, so also, gerappt oder gesungen, dieses Lied. Und ich feiere eigentlich alle seine Lieder, kann man sich auf jeden Fall geben. Und ich höre eigentlich auch viel russisch Rap so. Ich höre Igor Creed, Creed und ich höre Morgenstern, ich höre Slava Merlov und ja, auf jeden Fall, also das erst, also ich habe auch über seine Dokumentation gehört so, dass er irgendwie da, dass er aus der Universität rausgeschmissen wurde wegen ein YouTube-Video oder wegen seinem YouTube-Kanal, aber das muss man ja schaffen. Zum Beispiel, ich mache jetzt auch YouTube-Videos, aber das ist meine Schule, meine Videos, die ist auf jeden Fall auch nicht
Aber man weiß, dass er hauptberuflich früher YouTuber war. Aber ja, jetzt macht er Musik halt und alles sei ihm gegönnt und so. Ich freue mich über neue Musik von ihm und ich wünsche ihm auch nur das Beste und so, auch wenn er mich nicht kennt. Ja, das war's mit meiner Meinung zu Morgenstern. Ich hoffe, euch hat mein Video gefallen. Und ne, was rede ich da? Ich glaube, keine Dokumentation. Ich meine, Biografie oder so, Biografie oder sowas halt, nicht Dokumentation. Irgendwas lasse ich mir überlegen, so damit ich mehr Videocontent habe, vielleicht über eine andere Person zu erzählen, wann sie geboren ist und wie sie reich oder fame geworden ist und so. Das kann ich alles machen. Auf jeden Fall lasst ein Like und ein Abo. Also ich feiere Morgenstern. Ich mag, wie er. Also er ist auf jeden Fall reich und so. Und ich feiere, dass er so Tattoos hat, auch auf Gesicht und auch, also so ein bisschen auf Gesicht und auch auf den Körper halt so. Und ich feiere ihn halt. Auf jeden Fall, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Bis zum nächsten Mal. Euer Josef. Haut rein, abonniert mich auf jeden Fall, abonniert und liked auf jeden Fall. Danke. Ciao Leute, tschüss.